Herzlich willkommen zu den Studiogesprächen wieder im Unternehmen Mitte in Basel. Und heute Abend ist Sascha Liebermann hier und unser Gast. Sascha Liebermann ist Soziologe, Doktor. Und du hast aus dem akademischen Betrieb heraus eigentlich mit anderen zusammen diese Initiative gegründet, schon 2003, die sich nannte Freiheit statt Vollbeschäftigung. Das war auch ein Reflex auf die immer härter werdenden Verhältnisse bei Sozialleistungen am Arbeitsmarkt. Ihr habt das als Gruppe gemacht, schon bevor das Grundeinkommen dann auch so eine Welle wurde, und ihr kommt aus dem akademischen Zusammenhang, aber eben mit dem Anliegen, bring das mal unter die Menschen und nicht immer im Gehäuse. Mhm. Heute Abend bist du hier als derjenige, den ich gerne mal die Dinge fragen würde, die so als Gegenargumente kommen, die einen ja doch auch beschäftigen und die auch immer wieder kommen. Und so ein paar der hauptsächlichen oder auch die auch für mich interessant sind und ich denke für viele, weil die ja auch ernst gemeint sind und gewissenhaft, da würde ich gerne mit dir ins Gespräch kommen. Und ich starte mal gleich mit den Jugendlichen. Da war so eine Sache von Herrn Strahm, kam die besonders, aber sie kommt von ganz vielen. Mhm. Man kennt es ja, es gibt natürlich die Jugendlichen, die wissen wohin und so weiter und die haben auch Karrieren vor. Da ist das Grundeinkommen nur prima, dann können die auch mal eine Auszeit nehmen. Aber was ist denn nun mit den vielen, die nicht so Ziele haben, die so mehr zur Nullbock-Gesellschaft gehören und wo man sich heute so viel Mühe gibt, dass die doch auch motiviert sind und dass die das auch mal durchhalten mit einer Lehrstelle? So, dieses Denken, das da ist, mit einem Grundeinkommen, da wäre ja der Hintergrund, um da auch ein bisschen Druck auszuüben oder man sagt dann Motivation, Anreiz, der wäre nicht da. Mhm. Und das würde heißen, für viele Jugendliche, die richten sich einfach mit dem Grundeinkommen ein, noch zwei Freunde, WG und das war's. Und die verschlafen quasi ihr Leben, die verpassen ihre Lebenschancen, weil sie nicht ins Berufsleben einsteigen, weil sie nicht diese Schwelle überschreiten. Was würdest du sagen auf dieses Argument, dann fällt ja Anreiz und Motivation gerade für Jugendliche weg, ins Berufsleben und ins richtige Leben einzusteigen? Ja, also erstmal würde ich sagen, es ist ja gerade der Zweck des Grundeinkommens, des Bedingungslosen, dass auch der Weg legitim wäre. Nicht ins Berufsleben einsteigen. Wer seine Chancen verschlafen will, der dürfte das eben und er müsste sich dafür nicht einmal mehr rechtfertigen, es sei denn, das Grundeinkommen als Ganzes gerät in eine Schieflage. Also die Problematik, dass, weil alle das tun, das Grundeinkommen gar nicht mehr bereitgestellt werden könnte. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aber erstmal ist das der Freiraum, den das Grundeinkommen schafft, auch das tun zu können. Was ist mit aber ja. besorgten Vätern? Ja, darauf wollte ich jetzt gerade kommen. Aber es ist natürlich verständlich, teils natürlich Ausdruck eines Generationenkonflikts, denn wir wissen ja, dass sehr häufig die Generation der Eltern über die Generation der Kinder die Vorstellung hat, ja, aber die engagieren sich ja gar nicht mehr so wie wir früher. Das kann man schon also zurückverfolgen bis zu antiken griechischen Autoren, so alt ist das. Das wiederholt sich auch immer wieder. Aber teils ist es einfach eine berechtigte Besorgnis der Eltern, die ja möchten, dass ihre Kinder ihr Leben dann mal selbst in die Hand nehmen können. Und es ist nicht so leicht auszuhalten, wenn sie Dinge tun, von denen man meint, die führen gar nicht in die Richtung. Das ist ja auch Bestandteil eigentlich der Pubertät. Also das Wege ausprobieren gehört ja eigentlich in die Adoleszenz hinein. Das sich reiben an der Gesellschaft, an ihren Wertvorstellungen, an den geltenden Normen, das ist ganz normaler Bestandteil der Adoleszenz. Das verunsichert aber natürlich viele Eltern, durchaus nachvollziehbar. Aber es gehört zu dem Prozess, in dem man seinen Weg finden muss letztlich. Ich höre es von vielen immer wieder, die sich auch bemühen zum Beispiel darum, dass Jugendliche Lehrplätze, Arbeitsplätze bekommen. Und die sagen, ich setze mich doch für die jungen Leute ein, folgt mir, ich kümmere mich drum. Mhm. Und ja, ein Grundeinkommen wäre das Gegenteil. Die sind wirklich empört. Ja, die sind natürlich empört, weil sie aus ihrer Werthaltung heraus und den herrschenden Vorstellungen, dass jeder Weg natürlich in einen Beruf zu führen habe,
nicht nachvollziehen können, warum vielleicht Jugendliche sich dem verweigern in der Situation. Und ich finde, besonders schwierig wird es, wenn das einfach so auf eine unbarmherzige Weise festgestellt wird und daran direkt das Scheitern bemessen. Was die meinst wollen du jetzt nicht mit unbarmherzig? Unbarmherzig meine ich, dass gar nicht hingeschaut wird, warum verweigern sie sich denn? Also mir hat ein Lehrer mal gesagt nach einer Veranstaltung in der Diskussion, das sei ja unmöglich, was ich da vorschlage. Schon heute würden die Schüler zu ihm sagen, dann mache ich eben auf Hartz IV. Ja. Und da war er empört. Und da habe ich ihn zurückgefragt, ob er sich denn darüber im Klaren sei, dass die Schüler natürlich genau wissen, dass mit nichts anderem sie ihn auf die Palme bringen, als wenn sie das sagen. Und dass hier ein Konflikt der Wertvorstellung im Spiel ist, der für Jugendliche immer thematisch ist, auch in der Schule. Also das hatte er aber, jetzt nur um dies mit dem Unbarmherzigen, der hatte das noch gar nicht so wahrgenommen. Der hätte ja auch sagen können, ja, da muss ich mich jetzt gelassen sein, genau hinschauen, aber es nicht zu hoch aufhängen, wenn jetzt hier demonstrativ so getan wird, als würde man sein Leben dahin siechen lassen. Und das mit unbarmherzig meine ich, dass man nicht hinschaut, was sind denn vielleicht die Beweggründe für jemanden, sich auszuklinken? Das ist das eine. Wenn da jetzt Jugendliche sind, die sich verweigern. Aber was ja immer da dranhängt und nah ist, nicht verweigern, sondern die wissen eigentlich nicht. Die kriegen auch buchstäblich den Hintern nicht hoch. Das ist ja dann mehr das, was so die Sorge ausmacht. Und wenn es nicht diesen Zwang schon auch gibt, dann tun die das nie. Also nicht so sehr diejenigen, die sich verweigern und vielleicht was anderes machen, sondern diejenigen, die eigentlich so schlafen. Und da würde mich der Begriff unbarmherzig nochmal interessieren. Ja, da ist es natürlich auch unbarmherzig, nicht auf die Vorgeschichte zu schauen. Also wenn man Kinder beobachtet, von klein auf bis ins Jugendalter, dann ist ganz leicht, also für jeder, der Kinder hat, der kann das selbst beobachten, wie sehr die Eltern etwas vorleben und das Kind sich daran orientiert. Wenn ich also zum Beispiel meinen Kindern Erfahrungsräume nicht eröffne und für einen gewissen Raum überlasse, also dass sie das erkunden können, ausprobieren. Ja, da kann man auch mal hinfallen, da tut man sich mal weh, aber es muss natürlich immer die Gratwanderung zwischen, nicht fahrlässig damit umzugehen. Wenn ich das nicht mache als Eltern, die Kinder nie die Erfahrung machen, dass sie was ausprobieren können und das Ausprobieren selbst wertgeschätzt wird durch die Eltern, dann darf ich mich nicht wundern, wenn in dem Alter, wo es auf die Suche geht, der Weg, wohin, wie bringe ich mich ein ins Gemeinwesen, dass die vielleicht ratlos und orientierungslos da stehen und überhaupt nicht wissen, was sie anfangen sollen. Aber es ist sehr häufig anzutreffen, dass die Eltern sich genau diese Frage nicht stellen. Was ist mein Beitrag? Und jetzt bleibt natürlich stehen, jetzt ist das so. Gut. Ja, aber da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, zu sagen, hier komm, ich nehme dich mal mit. Das kann ein Onkel sein, ein Freund der Familie. Das können natürlich auch Angebote einer Gemeinde sein oder Kommune, aber es muss freiwillig bleiben. Und das Problem ist heute, wenn Jugendliche in der Situation sind mit dem Suchen und noch nicht wissen, und das wissen viele nicht, ja, oder haben Ideen, die tauschen praktisch vierwöchentlich sich aus, was sie denn jetzt machen wollen, dann ist die Situation nochmal besonders, weil der Druck auf die Jugendlichen heute größer ist als früher. Der Druck ist größer in Form eines Widerspruchs. Wir haben ja heute einerseits, wenn wir über Mitteleuropa sprechen, einen enormen Wohlstand, volkswirtschaftlich. Der ist gigantisch. Ja. Also jeder, der in den Supermarkt geht, der ist erschlagen eigentlich von der Vielfalt an Produkten, die da angeboten werden. Und das ist in vielen Bereichen genauso. Wir sind also sehr wohlhabend, ja, als Gesellschaft. Da haben nicht alle gleichermaßen Anteil dran, aber als Gesellschaft. Zugleich aber schaffen wir nicht Bedingungen, unter denen diese Freiräume, die der Wohlstand eben mit sich bringen kann, auch gefüllt werden können. Also wenn man sich die Arbeitsmarkt- und die Sozialpolitik und auch die Bildungspolitik der letzten 10 Jahre anschaut, ist die ja rigider geworden. Sie hat sich nicht mehr geöffnet. Sie hat immer mehr geschlossen Richtung, alles, was man macht, muss eigentlich für den Arbeitsmarkt brauchbar sein. Genau, das ist eine Gegenbewegung. Das ist ein Widerspruch. Wenn jetzt Jugendliche wachsen mit der Erfahrung ja auf, dass wir in einem enormen Wohlstand leben. Ich meine die Verbreitung von Handys und Smartphones in dem Alter, die Dinger sind ja nicht billig.
Die Verträge müssen bezahlt werden. Das machen dann natürlich auch die Eltern häufig. Aber die sehen das ja. Das ist ja für sie eine Lebenserfahrung. Und zugleich aber wird ihnen nicht überlassen, ihren Weg zu suchen, sondern sie werden noch stärker gedrängt, nicht so viel ausprobieren. Lieber gar nicht ausprobieren. Das nehmen, was nahe liegt, griffbereit, um in einen Beruf eintreten zu können. Gut, da kann man sagen, das ist so eine Gegenbewegung. Da verkrampft sich was, weil was anderes sich öffnet und das geht auf Kosten von Lebensweg. Ja, das ist aber ein Widerspruch, der im Leben wahrzunehmen ist. Ne? Wie soll man denn als Erwachsener, wir können das einfacher, ich bin ja in der Phase, in der Pubertät, dass ich jetzt meinen Weg suche. So, erstmal reibe ich mich an der Gesellschaft. Diese Gesellschaft, obwohl sie so reich ist, sagt mir jetzt aber, du sollst nicht ausprobieren. Du sollst nicht eine Ausbildung anfangen und wieder abbrechen. Du sollst gleich wissen, was du machst und wo du bleibst. Was ja heute den Lebensverhältnissen überhaupt nicht entspricht, ist eine Erfahrung, die die Jugendlichen ja machen. Und das hat natürlich was enorm Hemmendes, ne? Weil man es nicht zusammenbringen kann. So, und in dieser Situation nicht zu fragen, warum Jugendliche Schwierigkeiten haben, ihren Weg zu finden, ist ja schon ignorant. Und das ist unbarmherzig. Man sieht die Situation nicht, in der sie leben. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Und das kennt wahrscheinlich jeder oder hat es gesehen und kennt es von sich oder anderen. Es gibt die Lebenssituation, da versumpfst du ein Stück weit. Oder es ist eine Krisensituation oder wie auch immer. Du sackst sozusagen weg. Und vielleicht ist es auch gerade bei labilen Menschen so. Mhm. Und das, was da steht, gesellschaftlich dieses, und dann hast du einfach auch mal schlicht kein Geld zum Leben. Mhm. Und dann musst du einfach auch mal da raus aus deiner Traumwelt oder aus deiner Horrorwelt oder aus deiner Computerspielewelt. Also dieses dahinter, diese Sicherheitssache, sage ich jetzt mal, dass du an diesem Existenziellen für meinen Lebensunterhalt muss ich sorgen, auch aufwachen kannst, auch ein Selbstgefühl entwickeln kannst, auch dir sagen kannst, siehste, ich schaff's doch, ich kann mein Leben in die Hand nehmen. Und gerade auch für Jugendliche, aber auch später, das durchaus auch ein Erlebnis von Freiheit ist. Mhm. Ich bin jetzt hier in der Gesellschaft angekommen, ich kann selber, ich bestehe selber. Mhm. Das ist sowohl psychologisch, biografisch und so weiter und fürs Selbstwertgefühl was Wichtiges. Mhm. Und das könnte ich jetzt sagen, da wird mit dem Grundeinkommen so eine Wattewolke über den Boden gelegt, wo alle nur noch drauf schweben und so weiter. Aber das ist nicht naturgegeben etwas Wichtiges. Also dass heute die Erwerbstätigkeit in ihrem Wert so aufgeladen ist, dass man auch das Gefühl hat, ich bin nur etwas, wenn ich da beitrage. Und auch jemand, der eigentlich, sagen wir mal, krank ist, also der wirklich was anderes in Angriff nehmen müsste, besser, als in den Arbeitsmarkt zu drängen, das zeigt natürlich einfach die Wertigkeit von Erwerbstätigkeit. Und es ist ganz klar, dass jemand, der droht da rauszufallen oder schon draußen steht, sich dennoch daran orientiert, weil das ist das gemeinschaftlich Anerkannte. Und dagegen kann auch der Einzelne innerlich wenig auferstehen. Das kriegt dann sofort so was Aussteigerhaftes, im schlechten Sinne, so etwas Anrennen gegen Wände. Ne? Und das macht es enorm schwierig. Ja? Also ich meine, man kennt das doch, selbst wenn man sich lange mit dem Grundeinkommen beschäftigt hat, merkt man doch, wenn man nicht erwerbstätig ist und man ist mal zu Hause, zum Beispiel, wenn man Kinder hat. Ja. Ne? Ja, und faulenzt darum mit deinem Kind. Übrigens, weiß ich, bei dir ist es so. Ja, und dann unterhält man sich mit anderen Eltern, so beim Spiel, ne, auf dem Spielplatz oder im Garagenhof. Und die fragen, und was machst du so, ne, was machen sie so beruflich? Und dann sagt man, ich arbeite zurzeit nicht. Wie als Reflex. Ja, weil man ist ja den ganzen Tag mit dem Kind. Ja? Also, ne? Und da merkt man, dass selbst wenn man das noch so durchdacht hat mit dem Grundeinkommen und dass das doch auch Arbeit und dass das eine wichtige Tätigkeit und so weiter, man ist natürlich aufgewachsen in Verhältnissen, in denen die Erwerbstätigkeit eine solche Bewertung erfahren hat und das Zuhause-Sein für die Kinder als etwas Minderwertiges betrachtet wird. Heute stärker denn je. Heute stärker denn je. Stärker denn je, weil man merkt natürlich, dass Frauen sich auch mehr und mehr damit identifizieren. Dass die Erwerbstätigkeit das Nonplusultra ist und das Zuhause-Sein mit den Kindern doch was sehr Hinterwäldlerisches hat. Jetzt hast du gesagt, Natur gegeben. Mhm. Also da würde ich nochmal drauf zurückkommen. Ich habe gesagt, dieses sich abstoßen können im Selbsterleben an dem, dass ich mein Leben selbst finanziere, dass ich selber leben kann. Mhm. Da hast du gesagt, das ist nicht mehr Natur gegeben. Das ist überhaupt nicht Natur gegeben.
Ja, weil so die Entwicklung, dass wir die Vorstellung haben, jeder müsse sein eigenes Auskommen schaffen, also die ist auch illusorisch, ja. Ne? Da kommen wir noch später drauf. Das ist eine Vorstellung, die ist sehr stark mit Erwerbstätigkeit und der Arbeitsethik verbunden. In Gesellschaften, in denen wie selbstverständlich auf einem Hof gemeinsam gelebt wurde, da gab es ja die Vorstellung gar nicht, ich muss mich bewähren in der Erwerbstätigkeit, sondern man war Teil einer werteerzeugenden, zum Beispiel landwirtschaftlichen Gemeinschaft. Da hat man seinen Teil von in Naturalien abbekommen, ne? Und als Individuum trat man ja gar nicht in Erscheinung. Und wenn man noch weiter zurückgeht in stationären oder archaischen Gesellschaften, ist das Individuum überhaupt als Vorstellung gar nicht. Das gibt es nicht. Ja, ja du, jetzt aber, das ist dann nicht ein Kritikpunkt, aber da würde mich jetzt interessieren. Da sagst du, damals hatte das mit dem Selbstwert und Dazugehören und sich erleben als ich bin da mit anderen Zusammenhängen zu tun. Und dann sagst du, und heute ist aber ich bin da, Selbstwert, Freiheit, Selbstständigkeit ist eigentlich nicht sachlich wirklich heute Erwerbstätigkeit, sondern, was würdest du denn sagen, was ist denn heute das, woran heute in dieser Gesellschaft sich das entwickelt oder stoßen kann, was heute dran ist? Naja, also die ganz basale Freiheit, die wir leicht übersehen, die aber viel weitreichender ist als alles, was mit Erwerbstätigkeit oder Arbeit zu tun hat, das ist das Anerkanntwerden als Person, als Mensch. Mhm. Das ist ganz früh natürlich in der Sozialisation, also die Bindung der Eltern an die Kinder ist eine bedingungslose, wenn alles gut gegangen ist. Und die Kinder sind einfach so, wie sie sind. Und das ist natürlich ein Problem, wenn es dann beginnt, das merkt man jetzt auch, frühpädagogische Förderung und so weiter, dass die Kinder schon als Leistungsträger betrachtet werden und Normentwicklung, die müssen im bestimmten Alter dies und jenes erreicht haben, jenseits der Spannbreiten, die man kennt, also ganz fixiert. Das ist aber eigentlich schon eine Entwicklung weg von dem, was die Beziehung im Kern auszeichnet. Die bedingungslose Anerkennung dieser Person. Und das ist für das Gemeinwesen ja gleichermaßen relevant. Also auch in der Schweizer Bundesverfassung steht nicht die Schweizer Erwerbstätigen und die Kantone, sondern da steht natürlich das Schweizer Volk. Und das Schweizer Volk sind die Bürger der Schweiz. Nicht die Arbeiten und nicht die Erwerbstätigen, auch nicht die Arbeitslosen. Es sind alle, die Schweizer Bürger sind. Das ist die Basis, auf der wir leben. Und interessant ist doch, die Frage, wohin mit dem eigenen Leben, die nimmt einem eben heute niemand ab. Auch wenn man in der Lage ist, zum RAF gehen zu müssen, beantworten die einem diese Frage nicht. Zum RAF? RAF, das ist die regionalen Arbeitsvermittlung. Also wenn man merci, da war ich noch. Ja, also gut, arbeitslos gut, ist und es ist ein bisschen ähnlich wie in Deutschland. Ja. Man wird natürlich auch sanktioniert im Zweifelsfalle und man muss Stellen annehmen und man darf nicht zu viele ablehnen und so weiter. Was die machen, das Einzige ist, ein in den Arbeitsmarkt einzuspuren. Da soll man hin. Was anachronistisch wäre. Ja, die beantworten ja nicht die Frage, wo will man mit dem Leben hin. Das ist eben nicht ihre Aufgabe. Das ist heute unter allen schwierigen Bedingungen dem Einzelnen überlassen. Das ist die Basis unseres Zusammenlebens. Du, jetzt komme ich noch auf eine Frage und zwar Bedingungslosigkeit. Da gibt es auch Menschen, die ganz ernsthaft, und das ist dann ein bisschen eine philosophische Sache vielleicht auch, sagen, Bedingungslosigkeit, die gibt es doch gar nicht. Die gibt es im Leben nicht. Die gibt es doch nirgendwo. Wieso sprecht ihr davon Bedingungslosigkeit? Das ist doch gleich schon mal daneben. Also der Einwand ist natürlich insofern berechtigt, als wenn man nun von diesem Schlagwort bedingungslos eine große Schärfe und Prägnanz erwarten würde. Ne? Dann kommt das bei raus. Ja? Dann gibt es natürlich Bedingungen. Es bedarf schon mal eines Gemeinwesens, das das Grundeinkommen bereitstellt, die Rechtssicherheit verschafft. Das setzt schon einen Lebenszusammenhang voraus und so weiter und so, alles Bedingungen. Man muss sich aber natürlich anschauen, wie ist das Schlagwort entstanden und wogegen hat es sich gerichtet. Mhm. Und in Deutschland war die Rede von bedingungslos nur immer im Verhältnis zu den heutigen Sozialleistungssystemen, weil sie Bedingungen setzen, und zwar Bedarfsprüfung. Oder man muss irgendwelche Beiträge geleistet haben vorher. Und das Schlagwort richtet sich nur dagegen. Bedingungslos heißt hier, es gibt keine Leistungsvoraussetzung für das Grundeinkommen, sondern nur einen Status. Man muss also da sein, dazugehören. Okay. Das ist alles. Ja. Also wenn ich aus Bedingungslosigkeit ein riesenphilosophisches Thema mache, kann ich da auch bleiben, aber ich kann auch gucken, was meint's. Ja.
So. Ja, der Widerspruch, aber der Einwand ist natürlich schon interessant, er weist auf etwas hin. Ja? Mhm. Und er weist auf etwas hin, was auch in der Grundeinkommensdiskussion, finde ich, leicht übersehen wird. Ja? Das Grundeinkommen ist nicht einfach eine Prämie zum Aussteigen. Das würde übersehen, dass wir natürlich auch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen in einem Gemeinwesen leben, das ja dieses Grundeinkommen bereitstellen können muss. Dazu muss es also Wertschöpfung geben. Es wird nur nicht dirigiert, wer sie erbringt und wann und wo, aber die muss es natürlich geben. Es muss natürlich Bürger geben, die sich einbringen, also als Staatsbürger. Ne? Natürlich muss es die geben, aber das kann man nicht verordnen. Und das wird ja auch heute nicht verordnet. Ne? Man muss davon ausgehen als Gemeinwesen, dass die Bürger das von sich aus auch leisten. Und wenn es nicht geschieht, dann hat man in einer Demokratie nur ein Mittel, eine öffentliche Debatte. Also zum Beispiel der Pflegebedarf in 20 Jahren wegen der steigenden Demenzerkrankung. Und wenn wir das nicht lösen können mit einem Pflegesystem öffentlich, dann wird sich die Frage stellen für jeden Einzelnen, wer ist bereit, einen Angehörigen, einen Freund in der Verwandtschaft, Nachbarschaft, eine solche Pflege vielleicht teilweise mit zu übernehmen, weil es notwendig wird. Ne? Gut, jetzt hast du Demokratie angesprochen und dass wir ja in einer Gesellschaft leben, die auch nicht wohlhabend ist, weil wir alle nicht wollen, sondern weil wir durchaus was wollen, initiativ sind und machen und auch was ändern können. Mhm. Aber ein Einwand, der manchmal doch sehr ernst und von Herzen gebracht wird, ist, ja, mit dem Grundeinkommen, das kann ich mir schon denken, klar, die Leute machen was, also ehrenamtlich, künstlerisch, pflegend, was auch immer, kümmern sich um sich und so, aber wirtschaftlich wertschöpfende Arbeit, das, denke ich, wird dann zu wenig noch stattfinden. Das bedeutet, es gibt dann nicht die Güter genügend, dann kannst du vom Grundeinkommen auch nichts kaufen, dann ist es auch schon mal gleich unsinnig. Mhm. Abgesehen davon bricht natürlich die Leistungsfähigkeit der Schweiz im internationalen Wettbewerb zusammen und hierzulande auch, also es ist eine Katastrophe. Nicht, dass ich nicht glaube, die Leute würden was tun, aber wirtschaftlich wertschöpfen, darum geht es doch. Ja, ja, darum geht es natürlich dann auch. Aber ich würde hier, man muss zwei Aspekte unterscheiden, also für die praktische Situation, sagen wir mal, der Fall träte ein, ne? Also es würde eben nicht mehr genügend Wert geschöpft, dann bleibt auch hier als Mittel nur die öffentliche Debatte. Da muss es eine Debatte darüber geben, dass es so nicht weitergehen kann oder das Grundeinkommen gekürzt oder ausgesetzt oder ganz abgeschafft werden muss. Das ist alles. Das ist das Mittel der Demokratie. Ein öffentlicher Streit darüber, wie wollen wir zusammenleben, was wollen wir möglich machen, geht das so, wie wir es machen oder geht es nicht. Jetzt mal zu der Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall eintritt. Also erstmal ist es doch so, dass die Identifizierung mit dem Beruf sehr groß ist, ja? Egal wo man hinschaut. Selbst bei Menschen, die unter widrigen Bedingungen arbeiten, hadern sie eigentlich nicht mit dem Beruf als solchem, sondern mit den Bedingungen, unter denen sie arbeiten. Die würden also doch den Beruf nicht aufgeben, wenn die Chance besteht, dass die Bedingungen mit einem Grundeinkommen besser werden. Also es ist extrem unwahrscheinlich. Voraussagen kann man es nicht, aber es ist extrem unwahrscheinlich. Man darf aber auch nicht übersehen, dass diese Debatte so einseitig geführt wird. Also, was heißt Wertschöpfung? Wir reden dann von Gütern und Dienstleistungen, die in Geld getauscht werden, also die preisförmigen Ausdruck erhalten. Wir reden von allem anderen nicht. Was wären denn die Gemeinwesen ohne Familien, ohne Eltern, die sich ihren Kindern widmen, bedingungslos 24 Stunden am Tag, bis sie aus der Haus zu Haus gehen? Ohne die wären die gar nichts. Das sind die Bürger der Zukunft. Und das findet in der Debatte überhaupt keinen Widerhall. Das finde ich doch, also hat was Beängstigendes. Ja? Der Druck, dass jetzt auch noch beide Elternteile erwerbstätig werden, ja, weil das doch das Wichtige ist, vergisst ja voll und ganz, was dann für die Kinder bleibt. Und das ist nicht nur von Seiten der Kinder zu betrachten. Was bleibt eigentlich für die Eltern als Familie? Was bleibt eigentlich für ein Paar, das sich nicht mehr sieht? Welche Erfahrungen? Lass mich mal einen Schritt weitergehen. Okay. Wir müssen über mehrere Generationen denken. Welche Erfahrungen machen Kinder in Familien, in denen die Eltern beide in ihrem Beruf mehr engagiert sind als zu Hause? Mit welchem Familienbild wachsen sie auf? Und was machen sie später, wenn sie Kinder haben, mit den Kindern? Und wir glauben heute, das sind diese Solidaritätsdebatten und gesellschaftlicher Zerfall und so weiter, wir glauben, das hätte alles keine Gründe.
dieses Problem mit der Solidarität? Ja, man muss natürlich mal ins Kleine schauen. Die Mikrostruktur eines Solidarverbandes ist die Familie. Und wenn wir die Familie auch politisch weiter schwächen, mit größerem Druck darauf, erwerbstätig sein zu müssen, dann müssen wir uns nicht wundern, warum die ein solch schlechtes Ansehen genießt und warum Eltern auch nicht bereit sind, für ihre Kinder zu verzichten. Das sind ja Phänomene, die wir haben. Ne? Manche meinen, ja, das Leben geht doch weiter, habe ich zwar Kinder, aber ich mache alles, was ich vorher auch gemacht habe. Es geht ja nicht. Ne? Ja, um es auf die Spitze zu treiben, das ist auch super, weil dann entstehen Arbeitsplätze in Kinderkrippen und Kinderhorten und so weiter. Und ja, weil das mit der Ehe nicht funktioniert, entstehen Arbeitsplätze bei Beratern und Psychologen. Ne? Und so haben alle Arbeit. Ja, ist ein positiver Arbeitsmarkteffekt, wenn man zynisch sein will. Ja. Ja. So, ich komme auf einen Punkt, der auch als Kritik und gegen das Grundeinkommen stark vertreten wird, und das heißt Herdprämie. Und da sind wir ein bisschen bei dem Thema, gerade auch von Seiten mancher Frauen, die sagen so, jetzt haben wir endlich Emanzipation, das heißt auch die Frauen, Arbeitsmarkt, auch die Frauen, selbstbestimmtes Leben, heißt Freiheit, heißt arbeiten für Geld. Und jetzt kommt dieses bedingungslose Grundeinkommen, und das wird ja bedeuten, dass es dann heißt, jetzt könnt ihr Frauen auch wieder zu Hause bei Kindern und Küche und noch ein Car bleiben. Mhm. Ja, ich meine, es ist ein interessantes Frauenbild, das in dem Einwand steckt, ne? Weil es ist doch nicht so, dass die Frauen nicht selbst entscheiden könnten, was sie dann machen mit dem Grundeinkommen. Das wird aber immer vorausgesetzt bei dem Einwand, als gäbe es so eine Art Abordnungskommando, das diese Frauen dann an den Herd zurückjagt. Ne? Das ist schon eine merkwürdige Vorstellung. Man hört die ja auch von Philosophieprofessoren als Einwand gegen das Grundeinkommen. Das Grundeinkommen würde doch gerade, muss man sich mal vor Augen führen, in Familien oder in Paaren die Situation verschaffen, dass keiner mehr erwerbstätig sein muss, damit der andere zu Hause bleiben kann. Das heißt also, wie die Familien oder Paare damit umgehen, mit dem Grundeinkommen und den Freiräumen, ist ja ihre Sache. Wenn jetzt da Frauen deswegen zu Hause bleiben wollten, ja, dann könnten sie es. Männer aber auch. Also um es noch ein Stück ernster auch zu nehmen, weil die Frauen sagen, dann wird der Mann sagen, hör mal Schatz, ich verdiene eh besser, bleib du jetzt lieber mal ganz zu Hause. Das ist doch, also diese Verhältnisse. Ja, wenn die Frau sich das von ihrem Mann sagen lässt, kann man ihr nicht helfen. Ne? Ja, dann will sie das offenbar. Ja, das muss man mal so sehen. Ne? Ja, also es ist eine Herausforderung zur Emanzipation. Ja, also ich würde es nicht so hoch aufhängen, weil man kann doch auch legitimerweise sagen, man möchte zu Hause bleiben. Ne? Also diese Vorstellung, zu Hause ist es schlimm. Ja? Also wer zu Hause bleibt, mein Gott, ja, der ist schon weg. Ja? Also der unbrauchbar, der ist wertlos. Das ist doch eine ganz merkwürdige Entwertung von Familie. Das geht ja hierbei nur um Frauen eigentlich, die auch Kinder haben. Ne? Und es ist eine typische Männerperspektive, sich nicht zu fragen, ja, aber dann hätte ich doch die Chance, dass wir beide zu Hause sein könnten und beide für die Eltern da sein könnten. Das Hineinfinden in das Elternsein ist ja ein sehr krisenhafter Prozess. Das geht ja nicht so am Wochenende, ne, mal mit Überaktivität. Das ist ja, da ist der Alltag gefordert. Was das heißt, mit Kindern zu sein, welche Anstrengungen, da ist erwerbstätig sein geradezu Ferien dagegen. Dann gebe ich dir jetzt noch ein Argument gegen das Grundeinkommen, das du aber wahrscheinlich schnell einpackst. Das gibt es ja auch, das ist, heißt ja also Grundeinkommen. So, dann tun sich zwei zusammen, haben 5 Kinder, arbeiten nichts und sind zu Hause, haben Grundeinkommen. Also deswegen geht es nicht mit dem Grundeinkommen. Ist bösartig, ne? Ist ein bösartiger Einwand, ja. Ich weiß, dass ich bin mit dem auch natürlich immer wieder konfrontiert, aber dahinter steckt doch wieder die Vorstellung, dass Kinderkriegen etwas ganz Strategisches ist. Ich überlege, wie verbessere ich oder verschlechtere ich mein Einkommen, wenn ich Kinder habe. Aha, da habe ich einen Zugewinn, dann mache ich doch 2. Ne? Ja, das ist ein wirklich bösartig, und ich weiß nicht, was in den Leuten vorgeht, die das denken. Es gibt ja tatsächlich Familien, ja, wo man sagen kann, Mensch, wieso, die sind doch jetzt schon vielleicht überfordert, wieso denn noch eins? Und was man dann findet in den Zusammenhängen, das ist eher ein mangelndes Gefühl für sich selbst. Ja? Die Grenze zu erkennen, was ist noch vernünftig und verantwortbar, dass das nicht ausgebildet ist. Ja? Das heißt, das ist Ausdruck schon einer sehr drastischen Problemlage einer Person oder eines Paares. Ne? Das passiert nicht strategisch.
Ja, das hat was mit Selbstvernachlässigung zu tun. Es wird ja. dann ja auch nicht. Das ist das Zynische an der Frage, ja, ja. dass man das auch wieder nicht sieht. Ja. Das ist, es wird dann aber auch gar nicht so sehr das anständige Schweizer Volk gemeint, sondern es sind die Migranten, die das dann machen. Ja. Ne? Also, und da möchte ich dann auch. So wie das ausländische Konzept, von dem Rudolf Strahm in dem einen Artikel sprach, jetzt wird da so ein ausländisches Konzept in die Schweiz gebracht. Ja, das ist noch was anderes. Aber das ist ja auch ein Argument, auch von Strahm übrigens, dass er sagt: Ja, jetzt guckt ihr aber an, viele Migranten in der Schweiz. Und die kommen aus Elternhäusern, da gibt es diese Arbeitsethik nicht. Da gibt es nicht diese Kulturentwicklung. Für die ist mit dem Grundeinkommen die Welt in Ordnung. Das stimmt aber doch auch so nicht. Also, man muss sich mal anschauen, es spielt für Migration eine große Rolle, in welchem Alter die Personen sind, wenn sie in ein Land migrieren. Also, wenn zum Beispiel die Adoleszenzkrise, wie das soziologisch heißt, also mit der Ablösung aus dem Elternhaus, mit dem eigenen Lebensentwurf, wenn das schon jemand hinter sich gebracht hat, dann ist der Gang in ein anderes Land und das Hineinfinden in ein anderes Wertgefüge sehr schwer. Ja. Wenn aber die Kinder früher kommen, zum Beispiel auch vor der Einschulung, dann wachsen sie hier selbstverständlich hinein in dieses Wertgefüge und haben allenfalls einen Konflikt mit ihren Eltern darüber. Aber das Phänomen ist doch, das kann man auch in der Migrationsforschung zeigen, wenn man Interviews analysiert mit selbstständigen Migranten, was die für ein Berufsethos ausgebildet haben. Und die wollen auf keinen Fall scheitern an dem Bild, das die Schweiz von sich selbst hat. Das ist eine Überidentifikation geradezu, die sogar verhindert, dass die Leute womöglich zum RAF gehen, wenn es notwendig wäre, weil das nicht sein darf. Das wird gerne übersehen dann in dem Zusammenhang. Und so diffizil ist das natürlich. Aber in dem Fall, sagen wir mal, wo ein Jugendlicher damit kämpft, ja, also das sind vielleicht Fälle, die auch der Rudolf Strahm vor Augen hat. Ja, man kann doch Angebote machen. Natürlich kann man das. Das Grundeinkommen verbietet doch nicht, dass es Angebote gibt. Aber die Frage ist doch immer die Freiwilligkeit. Ne? Und wenn man sich diese Programme anschaut, zur Berufsintegration, wie das dann heißt, dann ist bei denen mit dem freiwilligen Charakter häufig gar nicht so viel. Natürlich auch, weil ja die Gesellschaft den Jugendlichen signalisiert, das musst du machen. Nur so bist du was. Okay, und die Angebote könnten vom Onkel kommen, der mit dem Grundeinkommen Zeit hat. Auch von der Kommune, auch die Gemeinde kann die machen. Die kann ja Anlaufstellen bereiten. Übrigens, von diesen Leistungen werden nur 50% wirklich abgerufen, weil die Leute es eben nicht wollen. Eben, ja. Ich möchte jetzt einmal noch mal rüberschwenken, wir sind jetzt viel da gewesen. Und darf ich nur einen Punkt wegen geben? Ja, nur bitte. Kurz, weil klar. Werden nicht abgerufen, weil sie es nicht wollen. Das ist eben auch legitim, es nicht zu wollen. Ja. Ja. Heute aber, in der Vorstellung, wo jeder ja sein Auskommen selbst, also diese wirkliche Illusion, erwirtschaften muss, darf das nicht sein. Da ist es nicht tolerierbar. Es gibt einen ganz bestimmten Standard, nach dem man leben muss. Und wenn man das nicht macht, dann versagt man eigentlich. Das wäre mit dem Grundeinkommen eben weg. Und der ganze Druck, der daran hängt, wäre weg. Aber ein anderer würde ja entstehen, weil man die Frage, wo man hin will mit seinem Leben, frei beantworten könnte. Und das ist eine ziemlich große Verantwortung. Und Herausforderung. Allerdings, ja. Du, pass mal auf, aber ein Grundeinkommen ist natürlich eigentlich Sozialismus. Ne? Das hatten wir in der DDR schon. Oh, ja. Eigentlich ist es sogar Kommunismus. Alle gleich, alle leben von Vater Staat und sind natürlich auch führbar. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir in der Schweiz hier einfach wertschätzen, nämlich der freie Bürger, der frei ist und Menschenwürde hat, weil er für sich sorgt und nicht dieses kommunistische Manifest, was du da vertrittst mit dem Grundeinkommen. Ja, den Einwand sollte mal einem DDR-Bürger gegenüber erbringen, der die Zeit erlebt hat. Dann? Also ich meine, man weiß ja nicht, ob man lachen soll über den Einwand oder es einem die Sprache verschlägt, weil in der DDR und in allen sozialistischen Ländern gab es eine Arbeitspflicht. Das Zuhausebleiben war fast nicht möglich. Deswegen ja auch die Kinderkrippen ab der 6. Lebenswoche. Das ist Sozialismus. Die Vermeidung von Individuierung, das absolute Schließen von Freiräumen, die Produktion für einen Mülleimer von Entwürfen, weil man gerade sich nicht frei zu bewähren versuchen konnte. Die Leute, die das sagen, also man kann die eigentlich gar nicht ernst nehmen. Ich halte das für einen rein politischen Kampfeinwand, weil man damit das Grundeinkommen verunglimpfen kann. Und es ist natürlich eine unglaubliche, wie soll man sagen, Verharmlosung der Lebensverhältnisse in den sozialistischen Ländern. Das ist
Ich meine, in der Sowjetunion gab es und gibt es Arbeitslager, also im heutigen Russland. Und die gab es damals natürlich auch für Arbeitsunwillige. Das hat mit dem Grundeinkommen überhaupt nichts zu tun. Die Bürger standen im Sozialismus überhaupt nicht im Zentrum, sondern die Werktätigen. Und es gab eine Partei, die natürlich wusste, wo das Glück der Leute liegt. Auch das ist mit dem Grundeinkommen überhaupt nicht verbunden. Also es ist ein wirklich... Also, man kann nur staunen über den Einwand. Man kann vielleicht sagen, das ist wirklich also kriminell ignorant, wenn man das sagt, auch denen gegenüber, die das erleiden mussten. Verhöhnung. Das ist das Gegenteil vom Grundeinkommen. Aber die Frage kommt da, oder der Einwand kommt daher, dass man sich sagt, mit dem Grundeinkommen, dann ist sozial mit der Gießkanne für alle gesorgt. Ja, ist das nicht Sozialismus? Ist das nicht eine Aufweichung irgendwie? Also es hat nichts mit dem Sozialismus zu tun, über den dann gesprochen wird. Ne? Also ich glaube, der Kontrast wird ja immer gemacht zwischen sich selbst versorgen müssen und versorgt zu werden. Ne? Ja. Und diese Illusion, sich selbst zu versorgen, das ist natürlich schon eine große Hürde für die Grundeinkommensdiskussion, weil die behauptet ja, alles das, was man dann da erzielt, hat man selbst geschaffen. Ja, aber die Infrastruktur, auf deren Basis man das macht, die hat man doch nicht selbst erschaffen. Das Wissen der Generation vor uns, das sie hervorgebracht haben, das man benutzt, hat man doch nicht selbst erschaffen. Man hat sich doch auch nicht selbst großgezogen als Kind, sondern natürlich die Eltern, die aus einem das gemacht haben, was man dann ist, wenn man in die Welt der Erwachsenen tritt. Und das Gemeinwesen, das einem Schutz und Freiraum bietet und den sichert, das hat man doch alles nicht selbst. Das ist eine unglaubliche Illusion, ne? Also das Grundeinkommen... Den Kühlschrank hast du auch nicht selbst gemacht. Das ist natürlich voll aberwitzig. Ja? Das soll ja immer nur heißen, man verdient sein Geld selbst. Ja, nicht mal das stimmt ja. Denn das, was man als Lohn erhält, lässt sich doch als Leistung gar nicht zurechnen einer Person. Weil man ja immer in Zusammenhängen steht. Weil man immer mit und von anderen zehrt dabei. Aber ich habe das Gefühl, dass ich wenigstens was von der Jagd nach Hause bringe. Ja, das ist eben das Problem. Ne? Das ist eine Illusion, in der man lebt, ja. Aber man meint, das sei man selbst. Ja. Aber es ist nur ein Teil davon, man selbst, ein kleiner. Und der andere ist von anderen. Also es ist aber zumindest gesellschaftliche Anerkennung, oder? Da mitzuwirken, oder? Das erlebe ich doch so. Wenn ich selbst, also ein Einkommen zu haben und insbesondere, wenn es meine Existenz, einschließlich Existenznot betrifft, das drückt mir doch aus, dieses Einkommen, ob es jetzt furchtbar ist oder nicht, eine gewisse Anerkennung. Ja, aber das ist weniger verbunden, glaube ich, mit dieser Ideologie, muss man schon fast sagen. Ich habe das selbst erwirtschaftet, sondern eher verbunden mit der Vorstellung, ich habe einen Beitrag geleistet und erhalte einen Anteil davon. Und das kann ich als Anerkennung deuten. Ja? Die tragende Anerkennung ist ja eigentlich die Berufserfahrung am Wirken, an einem Produkt oder einer Leistung und mit den Kollegen. Das Geld ist ja nur ein symbolisches Moment davon. Ja. Aber ich merke, das sind natürlich jetzt alles Sachen, die du sagst, wenn man da hinschaut, dann kann man das, kann jeder das nachvollziehen, aber es wird mit so harten Ecken gearbeitet. Ja. Und eine dieser harten Ecken ist eben auch nochmal für viele wirklich, dass sie sich sagen, das ist dann eigentlich eine verstaatlichte Gesellschaft. Papa Staat zahlt jedem eine Berufsrente von Geburt an. Tja. Ja, also erstmal ist der Staat ja nicht irgendein großer Vater, sondern das sind ja die Bürger. Der Staat vollzieht ja nur Aufgaben, die die Bürger an ihn übertragen haben und vor denen sich der Staat ja auch zu rechtfertigen hat, also mit seinen Organisationsformen. Das sind ja die Bürger, die das tun. Das Grundeinkommen ist nicht eine Leistung des Staates, sondern es ist eine Leistung des Gemeinwesens an sich selbst in Gestalt seiner Bürger. Alle erhalten es und alle tragen dazu bei, indem sie Bürger sind. Nicht, weil sie was leisten, nur indem sie Bürger sind. Und diese Vorstellung, muss man sagen, von Gemeinwesen, die ist ja schon Realität, schon heute. Das Gemeinwesen sind die Bürger und die Bürger sind natürlich auch in der Pflicht, Missstände zu kritisieren und Vorschläge zu machen, wenn sie das können, wie es anders sein könnte. Das ist ja heute schon eine Verpflichtung. Aber wir sehen das viel zu wenig. In Deutschland ist das ganz stark, ja, diese Vorstellung da. Der Staat da oben, aber zugleich der, der einem helfend beispringt. Ich habe den Eindruck, hier in der Schweiz, das ist an den Äußerungen von Herrn Köppel und Herrn Strahm gleichermaßen deutlich,
ist der Staat eigentlich eine Bedrohung? Der Staat ist geradezu ein Feind. Der Staat schafft eine Abhängigkeit. Ganz merkwürdig. Ja? Dabei ist man in einem Gemeinwesen immer abhängig von allen. Alle sind von allen immer und zu jedem Zeitpunkt abhängig als Gemeinwesen. Also, das ist genau die Einsicht, ja, die in dem Grundeinkommen institutionalisiert würde, kann man sagen. Das Grundeinkommen würde gerade sagen, macht euch keine Illusionen. Wir sind alle voneinander abhängig, zu jeder Zeit. Und das Grundeinkommen bringt das nochmal zum Ausdruck. Gut, das kann man sagen, und zwar mit Bewusstsein. Und eigentlich ist es noch viel mehr eine direkte Bürgergesellschaft. Aber es ist dennoch, und gerade in der Schweiz, mit direkter Demokratie, mit anderen politischen Strukturen als sonst wo, dass das mit dem Staat ja gar nicht so da ist eigentlich in dieser Weise wie woanders. Und dass mit so einem bedingungslosen Grundeinkommen eine Fata Morgana-Vision und Schreckensvision auftaucht, einfach durch die Geldmenge eines übermächtigen, irgendwie infiltrierenden, bestimmenden, verklebenden Apparats. Ja, das ist aber vielleicht zu verstehen vor dem Hintergrund der Geschichte der Schweiz. Also auch die starke Stellung der Kantone, die ja stärker ist als der Länder in Deutschland. Das hat sicher viel damit zu tun, dass der Bund, den es ja gibt, ja, also die Bundesverfassung, das Schweizer Volk und die Kantone steht dort. In der deutschen Verfassung steht das nicht, da steht das deutsche Volk. Das Schweizer Volk und die Kantone, das zeigt sehr deutlich, dass wo die stärkste Identifikationsebene eher kantonal ist und der Bund ist weit weg. Fast ein bisschen vielleicht wie in den USA, wo ja die Regierung in Washington doch fast schon zu Europa gehört und tendenziell immer kommunistisch ist. Mhm. Das ist eine, finde ich, gibt es eine innere Verwandtschaft. Ja? In manchen Dingen natürlich nicht, aber in dieser Hinsicht schon. Und so erkläre ich mir diese starke Anti-Staatshaltung. Ich habe auch selbst schon unter Freunden das in der Schweiz erlebt. Ja? Also Linke, wo man in Deutschland sagen würde, die sind eher staatsnah. Die wollen ja, dass es einen starken Staat gibt. Das ist hier nicht so. Da gibt es geradezu einen Reflex. Es gibt dann irgendeine Versicherungsleistung in Deutschland, zum Beispiel für Mütter. Und man erzählt das so, dann kommt sofort der Reflex, ja, Moment mal, das ist aber doch Bevormundung. Gut, jetzt komme ich noch auf einen Einwand, der so schlagwortmäßig auch ist. Das ist Lohn für Nichtstun. Also Herdprämie hatten wir schon, aber dieser Gedanke, das ist ja Lohn fürs Nichtstun. Oder wie zum Beispiel Roger Köppel dann auch sagt, also er findet das eine frivole Idee. Was ist das? Grundeinkommen ist Lohn fürs Nichtstun. Ja, das ist, also letztlich würde ich sagen, eben Ausdruck der Vorstellung, dass etwas tun immer heißt, erwerbstätig zu sein. Alles andere gilt nicht. Also Freiwilligenengagement, Familie, das ist alles nichts. Das ist kein wirkliches Tätigsein. Tätig sein ist, erwerbstätig zu sein und Geld zu verdienen. Und dann ist es natürlich frivol, wenn ich jetzt Geld erhalte und ich muss gar nicht erwerbstätig sein. Aber es ist natürlich auch eine schiefe Vorstellung, denn das Gemeinwesen lebt ja von den Leistungen von Freiwilligen gleichermaßen wie von den Familien, wie von der Erwerbstätigkeit. Alle drei, ja. Ne? Und es ist eigentlich frivol vor dem Hintergrund, dass wir immer glauben, oder auch in der Schweiz ist ja die Vorstellung ebenso stark, dass die Erwerbstätigkeit das Wichtigste sei, der Gipfel und eigentlich das einzige Tätigsein, was wirklich ernsthaft... Ja, oder ist es dieses Tauschdenken? Also es heißt ja auch Entschädigung. Strahm zum Beispiel sagt dann immer statt Einkommen Entschädigung. Ja. Das ist dann schon enorm. Ne? Also wenn du was tust, musst du entschädigt werden. Ja, aber er widerspricht sich auch. Ne? Er spricht von Entschädigung auf der einen Seite, auf der anderen Seite sagt er aber, Beruf ist doch auch etwas Erfüllendes, etwas Schönes, etwas Sinnhaftes. Ja, natürlich ist es das. Ne? Und er hat diese beiden Seiten in seinen Einwänden. Und das wäre ja für mich genau der Grund zu sagen, jemand, der mit seinem Beruf sehr stark verbunden ist, der das gerne macht, der würde das auch mit dem Grundeinkommen weitermachen, wenn die Bedingungen stimmen. Aber es sind zwei Sachen da drin, dass es nämlich heißt, erst einmal muss das eine Entschädigung sein, es muss ein Anreiz sein, es ist immer ein Tausch. Geld verdienen ist immer ein Tausch, ein Auftrag, dass du was tust. Und wenn du dann da drin noch Erfüllung findest, das ist ja schön und das ist ja gut und das gibt es ja auch viel.
Das ist doch die Denkweise. Und dann heißt es, ja, diese Grundeinkommensleute, die tun so, als gäbe es heute keine Selbstverwirklichung in der Arbeit, als wäre das nicht auch gut, als wären die Leute nicht auch gern dabei, als würde da nicht vieles passieren. Das sind völlig naive Freaks und Anti-Gesellschaftler, die sagen, Erwerbsarbeit ist furchtbar und wir müssen das abschaffen. Das behauptet aber, es gibt natürlich Leute, die das behaupten, aber das ist nicht der breite Tenor in der Grundeinkommensdiskussion. Nein, gar nicht, aber es ist da. Als Argument ist das im Hintergrund da, warum es ja auch heißt, oder der Gedanke ist ja Grundeinkommen, okay, das ist ja schön, dann haben alle Freizeit. Ja, aber das ist also, also ich meine, es ist doch so, hat doch so etwas Ambivalentes. Man kennt das doch auch aus Gesprächen, dass jemand jahrelang immer über seinen Arbeitgeber klagt. Ne? Immer die schlechten Arbeit und was der wieder gemacht hat. Und man fragt nach und ja, und willst du dich vielleicht beruflich verändern? Also warum gehst du? Das ist ja unerträglich. Warum gehst du nicht? Ja, der geht nicht. Und dann muss man sich doch fragen, was ist denn jetzt dran an der Klage? Also fühlt er sich nicht richtig anerkannt in dem Betrieb, weil eigentlich macht er das gern. Aber was ihn ärgert, ist, dass er nicht wahrgenommen wird, womöglich. Oder ist die Klage doch nicht so ganz ernst? Das ist doch ganz schwer einzuschätzen. Ne? Und sowas kriegt man auch nicht raus über irgendwelche Befragungen oder so. Ne? Weil das sind ja Widersprüche, die man in sich trägt. Ne? Das Grundeinkommen würde eben hier in so einer Gesprächssituation sofort sagen, ja, dann hör doch auf. Und wenn er das dann nicht macht, dann kann man sagen, ja, dann ist das doch nicht ernst, was du mir erzählst. Ne? Nochmal, wir haben es überall schon angerührt, aber woher kommt dieses Denken, Grundeinkommen, naja, ist ja schön, wenn, also Freizeit. Hm. Es gibt, ich gehe arbeiten und dafür brauche ich auch Anreiz und einen gewissen Druck. Und wenn ich den nicht habe, dann gehe ich in die Freizeit. Das ist das Denken doch. Und daher ist dann ein gewisses Wohlwollen, Freizeit ist gut, aber auch klar, das geht ja nicht. Das geht nur komplementär zum Arbeiten gehen. So, woher kommt das oder was ist das? Ich glaube, das ist ein Argument, das sich in vielen Richtungen ausspricht, so und so formuliert. Ja, aber das ist diese, ich habe das schon vorhin mal gesagt, man darf das nicht unterschätzen, die normative Aufladung von Erwerbstätigkeit, die Wertigkeit, die das erhält, nicht durch große Propaganda, sondern der Lebensvollzug jedes Einzelnen, wo das immer wieder befestigt wird, dass das ja was Wichtiges ist, ja. Das ist so wirkmächtig, das haben wir so in uns aufgenommen, weil wir so aufgewachsen sind, dass es unglaublich schwer ist, sich das innerlich mal auf Distanz zu bringen und zu fragen, Moment mal, ist das denn so wichtig? Ist es eigentlich so wichtig? Aber es begegnet einem ja immer als so wichtig. Genau. Und das macht es sehr schwer. Ja? Und jetzt haben wir die Konstruktion, ist das denn so wichtig? Und jetzt sehe ich schon, einige zu Hause sagen sich, ja, ich versuche das jetzt mal auf Distanz zu bringen, hat der Sascha Liebermann gesagt. Und Doktor ist er auch. Das kann ja heißen. Da muss ja was dran sein. Und dann kommt aber, ja gut, mein Lieber, aber dann werden ja nicht die Sachen gemacht, die gemacht werden müssen. Eine Seite hatten wir schon, dann entstehen ja nicht die Güter. Es ist ja notwendig. Und die andere Seite kommt dann Roger Köppel und sagt, nicht nur das, es ist sogar gegen die Menschenwürde. Und das ist ein Argument, was durchaus von manchen auch kommt und auch in der NZZ nochmal jetzt oben drüber stand. Ja. Grundeinkommen nimmt die Freiheit. Ja, aber weißt du, daran ist das Interessante an dem Einwand, dass hier Arbeit eigentlich nur als Druck verstanden wird. Dass heute Güter hergestellt werden und Dienstleistungen bereitstehen, weil die Leute das vielleicht gerne machen, das kommt einem gar nicht in den Sinn. Das ist im Grunde genommen, es gibt ja eine Tradition in der Linken, ja, die mit Arbeit eine nur schlechte Form von Entfremdung verbindet. Und das ist praktisch der Bruder im Geiste dazu, dass wenn man jetzt also den Druck aufhebt, die Entfremdung gewissermaßen aufheben würde, dann würden die Leute nicht mehr. Ja, aber dafür spricht ja gar nichts. Das wäre doch nur der Fall, wenn alle sich im Beruf quälen. Wenn man aber doch mit den Leuten spricht, ne, also ich mache das auch forschend dann auf der Basis von solchen Interviews, dann sieht man sehr wohl, dass sie verbinden etwas Positives mit dem, was sie machen. Okay. Und das ist sehr stark, das ist so stark, dass sie es auch machen gegen widrige Bedingungen. Und vielleicht erst merken, also ich bin jetzt dabei, Herr Dr. Liebermann hat gesagt, nehmen Sie mal Abstand von dem Erwerbsarbeit ist alles. Und jetzt hast du gesagt, und dann sehe ich unter Umständen erstens, was ich eigentlich machen würde und beitragen könnte. Oder ich sehe, ach, ich mache ja eigentlich das gerne. Und der Rest war Ideologie. Mhm. Jetzt nochmal die andere Seite. Und was ist mit dem Argument, was heftig, Köppel, prima. Menschenwürde. Menschenwürde. Das Grundeinkommen ist gegen die Menschenwürde. Mhm. Und da meint er natürlich, nehme ich an,
weil es zur Menschenwürde, dem sich würdig fühlen können, gehört, dass ich für mich sorge. Und das ist für ganz viele Menschen tatsächlich so ein liberales, freiheitliches Grundempfinden. Wir sind nicht Staat, wir sind auch nicht irgendwas. Ja. Wir sind hier, wir, ich, meine Familie, wir sorgen für uns selbst. Und das ist Würdeempfinden, das ist auch Freiheitsempfinden. Wenn man, wenn man mit Leuten geduldig spricht über diese Frage, die oberflächlich genau diese Haltung haben, dann stößt man früher oder später eben doch auch auf andere Seiten darin. Und dass man ja auch hier die Mutter pflegt, ne, oder die Großmutter gepflegt hat und dass man das als sehr erfüllend wahrgenommen hat und so weiter und so fort, dass es mit der Selbstversorgung eigentlich doch nur gar nicht so richtig stimmt und nur ein Teil ist. Ne. Und ich meine, Köppel reitet da einfach drauf rum, weil das ist sein Steckenpferd und das will er im Grunde genommen als Botschaft da rüberbringen. Aber er müsste ja mal selbst zeigen können, dass es diese, das ist ja ein Autarkieverständnis, dass es das überhaupt gibt, ja, dass das gelebt wird. Das ist ja überhaupt das Problem bei diesen ganzen Einwänden. Da werden ja unglaublich viele Sachen einfach auf den Tisch geknallt als Einwand und so sei das doch. Aber wenn man genau hinschaut, dann findet man die Belege nicht. Also der Einwand, die Leute hängen faul rum. Ne? Da muss man in der Diskussion, frage ich dann, früher habe ich versucht dann Argumente und wie das ja nicht so sei, jetzt frage ich einfach. Ja, kennen Sie denn jemanden? Also wo das so ist. So, die meisten kennen keinen. Aber wenn jemand jemanden kennt, dann fragt man nach, ja und was macht der denn? Also was ist denn da so los? Und dann beschreiben die Leute, ja, der ist eigentlich krank. Der ist eigentlich krank. Der braucht eigentlich Hilfe. Und zwar therapeutische. So, jetzt gibt es irgendein Problem, warum der die nicht wahrnehmen will. Ja, also ist das nicht so, dass der nicht will. Ja? Der will nicht beitragen will. Sondern der hat ganz andere Probleme und Sorgen. Ne? So, und das lässt man einfach nicht gelten. Das meinte ich vorhin mit unbarmherzig, auch bei den Jugendlichen. Man lässt nicht gelten, dass dahinter eine Lebensgeschichte steht und es gute Gründe gibt, warum jemand nicht das macht, was man denkt, er machen müsste. Ne? Es können auch Fähigkeiten sein, ja, die so nicht abgegriffen werden. Ja, die auch nicht passen, die nicht reinpassen. Ja. Also man muss auch, ein Beispiel, weil ich das sehr hautnah erfahre, an den Universitäten, ja, hat es bis vor 10, 20 Jahren, gab es eigentlich immer einen Ort so für skurrile Typen auch. Ne? Wo man merkte, also die müssen eigentlich in der Uni unterkommen, weil die das außerhalb sonst nicht schaffen. Ne? Die sind auch gute Forscher, vielleicht nicht gute Lehrer und außerhalb ginge das nicht. So, und die haben ja mehr oder weniger einen Platz dann noch gefunden. Ne? Aber jetzt, wo diese Managementgeschicklichkeiten gefragt werden, dieses Alerte sich präsentieren können und immer aalglatt sein, wo das zunehmend Einzug gehalten hat in die Universitäten, immer Bescheid wissen und man weiß, wo man Gelder abgreift, da bleiben zum Beispiel Leute auf der Strecke, die da keinen Platz mehr finden. Die kriegen keine Nische mehr. Es gibt ja auch unterhalb von Professuren eigentlich keine unbefristeten Stellen mehr. Und dasselbe Phänomen hat man überall. Ne? Es gibt Leute, die in ihrem Beruf vielleicht so spleenig, aber gut sind und die brauchen eine Art Schonraum in einem Unternehmen, damit sie das ausüben können. Und ein Unternehmen muss bereit sein, ihnen diesen Raum zu geben. Ja, oder im Kulturleben. Oder ja, oder im Kulturleben. Ne? Und die haben es natürlich schwer, wenn ihnen der Raum nicht gegeben wird, weil sie, sich nicht genügend gut präsentieren können. Jetzt hast du gerade da so hingeguckt, wenn man die Leute mal fragt, da habe ich jetzt innerlich gedacht, also wenn ich jetzt den Roger Köppel mal fragen würde, würde der wahrscheinlich auch drauf kommen, dass er sich frei und würdig fühlt, hat nicht damit zu tun, dass er es immerhin hinkriegt, sein Geld zu verdienen, sondern dass er eben so schreiben und machen und regieren kann. Wahrscheinlich auch da ist das dieses Bild von frei und würdig wahrscheinlich auch nicht darin gebunden, oh, ich schaff's, dass ich mir eine Bratwurst aus eigenem Verdienst kaufen kann, sondern was anderes. Ja, also Ich mal an. Ja, ich meine, der hat ja auch Familie, soweit ich weiß, ne? Ich weiß ja nicht, wie er dazu steht. Ja. Okay, das ist auch seine private Sache. Ich wollte gar nicht bei Köppel jetzt bleiben. Ja, wir haben ihn jetzt gewürdigt. Es ist nur interessant, dass in der Arena-Diskussion beispielsweise, die ja als Sendung sehr interessant ist für die ganze Debatte in der Schweiz, dass über Familie dort so gut wie gar nicht gesprochen wurde, von keinem, auch von den Frauen nicht, dass das weg ist. Das meinte ich vorhin. Das ist erschreckend, ja. Und gerade in der Schweiz, wo ja die Familie einen so begrenzten Schutz hat, also das heißt, ich meine, eine
Alimentation, Versorgung nur über 4 Monate und dann ist es knallhart, dann muss einer oder beide wieder erwerbstätig werden, weil es sonst nicht geht, gerade bei niedrigen Einkommen. Und das ist als Haltung auch sehr da, ne? Denn also du bist zum Beispiel jetzt immer noch bei deinem Kind, das ist ziemlich komisch eigentlich. Ziemlich, ja. Ziemlich komisch. Irgendwie gehörst du doch nicht so dazu oder bist ein bisschen schräg offensichtlich. Ja, manche finden das natürlich ganz toll. Ja. Aha. Aber würden es selber nie machen. Nee, es liegt ihnen nicht. Sascha, ich habe noch eine Frage oder zwei eigentlich. Und zwar, wir haben jetzt einige Argumente, die da so sind und es gäbe noch ganz viele. Aber eins ist auch, es ist so eine große Sache, aber es ist natürlich auch eine Utopie und weit weg. Also das ist eine schöne Idee, aber wir können auch in 20 Jahren nochmal drüber sprechen. Was würdest du denn sagen? Oder es gibt zum Beispiel auch, dass es heißt, naja, jetzt ist, es stehen viel dringendere Sachen an. Mhm. Ganz viele könnte man jetzt nennen, man sollte sich um die kümmern und das Grundeinkommen zieht eher Kraft davon ab. Zum Beispiel, es ist viel wichtiger und viel realistischer, jetzt ein Mindesteinkommen endlich mal einzuführen. Und das kann ja auch ein Schritt sein in hinteren Grundeinkommen in die Richtung, aber so praktisch und echt, komm mal auf den Teppich, Mindestlohn, das ist doch wichtig. Ja, ich finde, das hat auch etwas Gefährliches, ja. Weil wenn man jetzt einen gesetzlichen Mindestlohn einführen würde, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Verhältnisse in der Schweiz sind, aber in Deutschland gibt es die Diskussion ja, hier auch natürlich. Dann verstärkt man ja die Bewertung von Erwerbstätigkeit, wenn man nicht gleichzeitig ein Grundeinkommen einführen würde. Ne? Also als Möglichkeit zu sagen, nee, ich bleibe aber zu Hause. Das könnte also geradezu ein Hindernis werden. Und wenn dann selbst beides eingeführt wäre, Grundeinkommen mit Mindestlohn, dann unterscheidet man ja wieder zwischen den Bürgern und deren Absicherung und den Erwerbstätigen, die eine doppelte Absicherung genießen sollen. Wenn das Grundeinkommen aber hoch genug ist, kann jeder verhandeln. Und wenn er nicht verhandeln will, kann er das auch. Das ist eben ihm überlassen. Und wenn dann befürchtet wird, es gäbe Dumpinglöhne, und das ist jetzt ein weites Feld, ne? Dumpinglöhne sind ja nur unter heutigen Bedingungen ein Problem, wenn sie das Existenzminimum nicht erreichen erlauben. Aber mit dem Grundeinkommen kann ein niedriger Lohn immer noch höher sein als ein heutiger Dumpinglohn. Das ist eben der Unterschied. Die Beweglichkeit zu diesem Grundeinkommen dazu. Ne? Man muss ja die ganze Architektonik des Denkens über Einkommen und auch Erwerbslosigkeit, die wird ja mit dem Grundeinkommen aus den Angeln gehoben, weil es ja gar keine Erwerbslosen mehr gibt. Wenn jeder abgesichert ist, muss er sich nirgendwo melden, um Leistungen zu beziehen, als Ersatzleistungen. Und das ist ja die Definition von Erwerbslosigkeit. Nur wer sich registriert, ist ja überhaupt in der Statistik. Und interessanterweise, Bundesamt für Statistik Schweiz, die Definition von Erwerbslosigkeit oder Erwerbstätigkeit in dem Fall, besagt ja, dass wer mindestens eine Stunde in der Referenzwoche arbeitet. Mhm. Ja, nun. Aha, der ist schon erwerbstätig. Aber der hat doch überhaupt kein richtiges Einkommen. Also wieder mit Definitionen, künstliche Welten erzeugt werden und dann die Frage mit der Arbeitslosenquote so eine große Rolle spielt. Mit dem Grundeinkommen wäre das Schnee von gestern. Was bei dir auftritt, ist, dass du eigentlich sehr die Bürgergesellschaft, die Gesellschaft und nicht die Arbeitsgesellschaft, also dass du diese Teilung, dass eigentlich heute auch Wirtschaft so tut, als wäre alles andere Ressource von Wirtschaft, mhm. Also Gesellschaft mhm. ist Ressource, Natur ist Ressource, mhm. Das, was ja auch wirklich eigentlich, also buchstäblich geisteskrank ist, dass du so sehr auf dieses Bürger, dass du sagst, Wirtschaft ist ein Teil im Leben der Menschen. Das fällt mir jetzt sehr auf. Mhm. Dazu gehört für mich noch ein Punkt, der ja auch kommt, dass wir auch sehr darin leben, es ist ja Teil der Solidarität und in Ordnung, dass Leute, die unverschuldet, da kommt dann auch das alte Schuldprinzip noch vom Mittelalter rein, mhm. unverschuldet mhm. in Not geraten sind, dass wir denen solidarisch helfen. Mhm. Und sehr großzügig, ja. Sehr großzügig mhm. und auch selbstgefällig, aber das so und auch unverschuldet muss es sein. Und dann, okay, das lassen wir mal. Und dann gibt es aber das andere, das ist der gleiche Gedanke, der sagt, und wenn es da ein Grundeinkommen gäbe und mal großzügiger und so, darüber können wir schon reden. Aber für die, die es brauchen. Aber die, die es nicht brauchen, das ist doch jetzt wirklich bekloppt. Mhm. Wieso kriegen die reichen Leute, die sowieso so viel haben, ein Grundeinkommen? Mhm. Ja, weil man merkt darin, wie das Fortwirken des Bedürftigkeitsdenkens. Ne? In dem einen Fall mit dem unverschuldeten Armut bedarf es dann einer Behörde, die feststellt, ist das unverschuldet oder selbstverschuldet. Ne?
das ist wieder dieses Unbarmherzige, ne? Das ist nämlich im Einzelfall doch ziemlich schwierig zu unterscheiden. Und das Zweite ist mit den Reichen, ja nun, also man ist ein Gemeinwesen und da gehören alle dazu. Da gibt es keine Ausnahmen. Und die Reichen, also ich meine, jetzt mal abgeglichen mit den heutigen Leistungen, die alle auch erhalten, da haben die Reichen ja auch gleichermaßen dran Anteil. Bei uns ist es der Grundfreibetrag in der Einkommensteuer beispielsweise, ne? Den kriegen ja alle, die ein Erwerbseinkommen zu versteuern haben. Stichwort Steuerfreibetrag. Steuerfreibetrag, da könnte man sagen, oder vielleicht sagst du es auch, wie es deine Sicht ist, den gibt es für die, die Erwerbseinkommen haben und den gibt es ausgezahlt eigentlich für die, die Sozialleistungen kriegen. Ist das so? Mhm. Ist der Steuerfreibetrag ein Gedanke, der zum Beispiel zum Grundeinkommen führen könnte? Ja, wenn man sich das genau anschaut, schon, weil der Grundfreibetrag in der Einkommensteuer in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, das war vielleicht ähnlich, der ist ja letztlich definiert über das Existenzminimum. Das, was Existenzminimum ist, soll nicht versteuert werden, wird also geschützt. So, und für diejenigen, die kein Erwerbseinkommen haben, wird das Existenzminimum bereitgestellt in Form von Alimentationsleistungen der verschiedensten Art. Ja. Also Arbeitslosengeld II in Deutschland. Man kann letztlich sagen, auch das Arbeitslosengeld I als Versicherungsleistung ist natürlich eine Alimentierung, ne, der Solidargemeinschaft der Versicherten natürlich. Und wenn man das in der Gesamtschau sieht, dann ist das Grundeinkommen überhaupt nicht weit entfernt, weil die Leistungen in verschiedenen Formen nach anderen Definitionen, die sind ja längst da. Die Frage ist jetzt eigentlich nur, schaffen wir es, sie umzudefinieren? Und dann könnte man zum Beispiel schnell anfangen und sagen, gut, machen wir es doch so, der Grundfreibetrag in der Einkommenssteuer in Deutschland, als Beispiel, wird abgeschafft, dafür wird ein Grundeinkommen ausgeschüttet. Und bis zu der Höhe dieses Grundeinkommens werden auch die Alimentationsleistungen, die bestehen, abgeschafft und ersetzt und die darüber bleiben, bestehen. Und schon hat man es. Und die sind eh schon da, die Leistungen. Ich verstehe nicht, warum in manche Konzepte versuchen, so niedrige Beträge anzusetzen, also die unterhalb des heutigen Existenzminimums liegen. Das verstehe ich nicht. Ja. Also, weil die Verhältnisse sind doch heute schon anders. Ne? Außerdem ist es eine Frage des Souveräns, der Willensbildung. Der Bürger, der politischen Willensbildung, was die denn haben wollen. Und ich finde nicht, dass irgendein Konzept das vorwegnehmen soll. Man braucht erstmal eine Diskussion darüber. Es ist eben ein kleiner Schritt hinsichtlich diesem Umdefinieren, ein großer Schritt in der Wahrnehmung der Verhältnisse. Dazu braucht es eine Debatte, sich klarzumachen, Mensch, eigentlich leben wir viel näher an dem Grundeinkommen, als wir glauben. Wir sehen es nur nicht. Ich finde es schön, dass aus den kritischen Fragen eigentlich ein ziemlich interessanter Vorschlag geworden ist jetzt, wie man es nämlich auch eigentlich gleich machen kann und auch schon hat. Eins ist mir jetzt noch, wenn ich jetzt sagen würde, mir fällt auf, beim Grundeinkommen, die Frage ist eigentlich, wie will ich es denken? Ist das so, hat diese ganze Debatte Grundeinkommen mit all diesen Kritiken und so weiter und dafür sein, hat das schon etwas zu tun eigentlich mit dem, dass ich merken kann, das ist eine Frage an mich, wie ich eigentlich denken will? Ja, würde ich schon sagen, ja, ja. Also das ist ja auch die Kraft der Grundeinkommensdiskussion. Da ist ja etwas in Bewegung gekommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, der mal in Kontakt getreten ist zum Grundeinkommen, bei so einer Veranstaltung war oder was gelesen hat, dass der die Welt eigentlich nicht mehr so sehen kann wie vorher. Weil es gibt hier einen anderen Weg. Und je länger man sich damit befasst, desto mehr Türen öffnen sich ja an Möglichkeiten, die das schaffen würde. Und desto mehr Probleme, die wir haben, stellen sich in einem anderen Licht dar. Man denkt auf einmal, mein Gott, haben wir uns schwer getan. Aber wenn man das so machen würde, dann wäre das doch gar nicht so tragisch. Und das, da sehe ich eine große Chance. Man muss auch nicht alle Argumente durchdenken. Ich habe das ein paar Mal erlebt nach Vorträgen, dass jemand auf mich zukam, der hatte noch nie davon gehört, aber war sofort in der Lage, das auf seine Lebenssituation umzulegen. Was das für ihn ändern würde. Und das scheint mir reicht eigentlich für die Einführung. Denn wenn das mal da wäre, dann entfaltet das eine eigene Kraft. Man kann sich dem ja gar nicht mehr entziehen. Man kann natürlich sagen, ich will die Freiheit nicht. Ja, aber man hat sie.
Sascha, die Türen öffnen sich. Ich glaube, das war auch ein schönes Schlusswort jetzt, was du gesagt hast. Und ja, und sie öffnen sich jetzt immer weiter. Und ich danke dir fürs Hiersein und vielen Dank fürs Zuhören.